Bremen schickt uns den Torwart. Waldhof Mannheim seinen Torjäger. Anpfiff nun. Und damit laufen jetzt hier gleich aufs Spielfeld Dieter Brodensky und Fritz Walter. Dieter, Sie haben sehr, sehr viele Bundesligaspiele absolviert. Wie viel insgesamt? Das ist richtig, sind es 410 bis heute, heutigen Tage. Bis 410, ist doch ganz enorm. Und ein Torsteher, Sie sind 34, der kann ja noch ein paar Jahre weitermachen. Feldspieler ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, das liegt immer daran, dass man körperlich fit bleibt, dass man sich dementsprechend danach lebt und sich vorbereitet und gut trainiert und eben Glück hat, wenig Verletzungen zu bekommen. Ja, das gehört natürlich auch dazu. Und nun müssen wir ein bisschen erzählen von seinem Papa. Ihr Papa war auch Nationalspieler? Das ist richtig, er war auch Nationalspieler und hat ein entscheidendes Tor geschossen für Deutschland. Ja, das müssen wir aber vorher erzählen. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, kamen andere Länder mit Deutschland den Sportverkehr nicht so schnell aufgenommen. Die Schweiz sagte dann ja, internationales Spiel, das erste 1950. Und der Papa? Ist korrekt, am 22. November 1950 im Stuttgarter Neckarstadion und er verwandelte zum 1:0 den fälligen Elfmeter. Ja, das erste Tor überhaupt nach dem Krieg schoss der Papa in der deutschen Nationalelf. Da waren Sie schon auf der Welt? Nein, ich kam 4 Tage später am 26. November. Aha, naja, aber so wissen Sie mit dem Papa ja. Wer wird denn deutscher Meister Ihrer Meinung nach? Ja, das ist immer sehr schwer zu sagen im Vorfeld. Es wird immer sehr viel geschrieben und gesprochen darüber. Aber ich glaube doch, dass die Bayern sehr gute Aussichten haben. Aber ich muss dazu sagen, dass wir eine hervorragende Mannschaft haben in Bremen. Und ich glaube, dass wir in Bremen auch mal dran sind, mal die Schale nach Bremen zu holen. Aber es wird sehr schwer, aber ich glaube, dass wir es packen können. Gut, also das ist also Bremen. Weil er Fritz Walter gerade kommt. Ist ja ein Stürmer. Gibt er Ihnen manchmal Probleme auf? Jeder Stürmer und jeder Spieler gibt mir Probleme auf. Der eine mehr, der andere weniger, aber der Fritz Walter ist ein hervorragender Spieler und ich bin immer froh, wenn ich wenig Gegentor oder kein Gegentor von ihm kassiere. Ja. Fritz Walter, ein berühmter Name und ich will Sie danach nicht fragen, denn jeder wird Sie danach fragen mit dem anderen Fritz Walter, den kennen Sie. Und die Familie lebt in Hohensachsen und war Nachbar von dem legendären Fußballtrainer Sepp Herberger. Und da waren Sie auch öfter zum Geburtstag bei Sepp Herberger. Ja, früher, wie ich noch 4, 5 Jahre war und meine Eltern haben gute Beziehungen gehabt zum Sepp Herberger und der Elf. Mhm. Und jetzt bin ich ab und zu mal bei der Elf zum Kaffee trinken eingeladen. Wie viele Einsätze hatten Sie schon in der Bundesliga? 64. Mhm. 64 ja. Einsätze. Nun ist Ihr Trainer ja Schlappi. Schlappi ist ja bekannt als der lustiger Mann, nicht wahr? Ist er auch im Training so lustig? Ja, ab und zu mal ist er schon lustig. Ich meine, im Training ist allgemein wie wenn sie arbeiten oder so, ist der Chef immer ein bisschen hart. Ne? Ja, dann kann er auch, nicht? Ja, stimmt. Aber er ist schon ein lustiger Mann. Ja, ist in Ordnung. Und nun haben wir uns gedacht, es gibt beim Sportstudio in Deutschland immer so eine Torwand und die drei sollen mal gegeneinander schießen. Aber bei uns ist es ein bisschen anders. Erst einmal, so viele Tore, also so viele Punkte sie erzielen bei uns, dieses Geld kommt beim guten Zweck am Schluss dann dazu. Und wer gewinnt jetzt, der kriegt einen Lederball für die Jugendabteilung, entweder Werder Bremen oder Waldhof. Können wir mal einen Vorhang aufmachen? Jetzt zeige ich Ihnen mal unsere Torwand. Wenn Sie oben reintreffen, 5 Punkte. Wenn Sie hier reintreffen, 1 Punkt. Hier 2, da 3. 2 und 4. Jeder hat 3 Schüsse. Ja, fangen Sie mal an. Der Fritz, der bessere Fußballer. Der Fritz soll anfangen, der bessere Fußballer. Also Fritz, Sie fangen an. Achtung. Genau gucken. Einmal 0 Punkte. Dieter? Gleich erst Dieter. Immer abwechseln, damit Spannung drin ist. Ah, beinahe. Zweiter Ball. Wir wollen alle in die 5, nicht in die 1. Oh. Ich glaube, ich werde die Löcher noch größer machen, wenn wir das bei der Funkausstellung machen. Ja, 1:0. Und noch einmal. Wenn Sie jetzt 2, 3, 4 oder 5 treffen, haben Sie eine große Chance. Ah! Dieter, Sie haben den Ball schon gewonnen. Jetzt können Sie spielen, auf Sicherheit jetzt. Ah. Also 1:0 dieser Kampf. Jetzt gehen Sie bitte rüber. Sehr bekommt den Ball und den Punkt zieht er dazu. Hier kommt die erste Frage. Die Politiker mussten uns sagen, welche Sportler ihnen einfallen. Das können wir Ihnen natürlich nicht zumuten, das wäre ungleich. Sie sagen uns mal 15 Sekunden lang alle Politiker, die Ihnen einfallen. Dalli? Dalli. Kohl. Schmidt. Brandt. Brezhnev. Genscher. Kohl. Bert Neumann. Scheel. Hans Koschnick.
ja, spät und so. Sie so, haben ja da alle, die da, weiß ich. Das waren 9. Ein Kohl war uns zu viel. Wir geben 8. Ja, aber immer eine Anspielung. Ja, aber ein Kohl zu viel, also geben wir 8. Zweite Frage, 15 Sekunden Zeit. Sie haben Ihren Kugelschreiber verlegt. Wo könnte er wohl sein? 15 Sekunden, kommen Sie ein bisschen näher, Fritz. Dalli, Dalli. Schrank. Schlafzimmer. Bett. Wohnzimmer. Kühlschrank. Bad. Radio. Keller. Stufe. Auto. Motorrad. Fahrrad. Mofa. Roller. Dreirad. Hausschuh. Strümpfe. Bett. Fahren Sie noch Dreirad, dass da der Kugelschreiber drin sein könnte? Nun? Wo Sie überall schreiben, ist mir unverständlich. Ja. Aber wir geben alle 18. Alle 18. 9 mal 18. 162. Alles jetzt mal 162. Und auch Sie sollen Betten bauen. Das mussten die Politiker auch. Liebe Sportler, ich will Ihnen das vorführen, damit Sie die Spielregeln kennenlernen. Zunächst also muss dieses Untergestell rein, bis hier unsere Lampe brennt. Schauen Sie. So, das ist der erste Punkt. Und dann immer eins nehmen. Wir haben Matratzen, viermal Kaltkissen, Laken, Bezug. Wenn Sie die Wärmflasche mit hineinnehmen, dann gibt es einen Zusatzpunkt. Wenn Sie sich selbst reinlegen, einen Zusatzpunkt. Schlafmütze, einen Zusatzpunkt. Und wenn Sie das Licht noch ausschalten, ebenfalls. Also 13 Punkte sind möglich. Achtung. Dalli, Dalli! Unterhalte mich mal mit Ihnen, nicht? Ein Torsteher hat ja manchmal nichts zu tun, nicht? Der kann nicht schlafen. So richtig nett. Also zunächst ging unter Licht. Sie sind der Meinung, auch diese Leistung war? Ja. So, Sie halten es nicht lange aus im Bett. Da hätten Sie drücken müssen. Nein, das war aus, ja? Das war aus und er hat es wieder angemacht. Ja. Er hat es wieder angemacht mit dem Kopf, indem Sie immer, wenn Sie da hinten dran gehen. Es so. War in Ordnung, Hans. Also, alle auch. Also dann wollen wir das gelten lassen. Dann sind das 13 und 13, 26, 27. Wir haben noch einen Moment Zeit. Und früher Zeit. Fertig auch. Wie bitte? Und ein, ja, ein Punkt noch, weil man früher fertig war. Sind 28 Punkte. Ja, nun gut, das Jackett hätten Sie auch ausziehen können, Herr Minister. Sie meinen, das hat so viel ausgemacht. Ja, dann wollen wir sehen, wie es wird. Wenn Sie gegen Gegner sind, können Sie manchmal so wenn das aufs Tor kommt, so sitzen, nicht? Ja, das Schöne ist, ich hätte nichts dagegen, ne? Ja, Sie müssen noch ein bisschen trainieren. Die Kondition ist doch noch nicht da. Sie pusten ganz schön. So, ich würde sagen, die bleiben drin liegen. Wir fahren sie mit raus. Ja, brauchen sie ja jetzt nicht. Also, hin raus mit euch. Heißt es bei uns, Finale, Pokal gegen Programm. Zuerst begrüßen wir unsere beiden Sportler. Noch einmal kommen Dieter Bodensky und Fritz Walter. Also, Finale. Silbermedaille ist Ihnen sicher. Was kann man alles in einem Auto transportieren? Kommen Sie näher. 15 Sekunden Zeit. Dalli, Dalli. Fahrrad. Motorrad. Kamm. Schiff. Bürste. Foto. Rollschuh. Schuhe. Handtuch. Strümpfe. Badehose. Unterbisch. Mütze. Hose. Handschuh. Brüstenhalter. Bilder. T-Shirt. Ja. Was war noch als letztes? T-Shirt. Ja. Ich dachte, man kann die Frauen und die Kinder mitnehmen, aber sie nehmen nur Sachen mit. Das geht auch. 16. Ja, aber Unterwäsche als Sammelbegriff müssen wir abziehen, denn es wurden auch noch andere Dinge genannt. Sehr nette Dinge. Teddy, Sie brauchen nicht rot zu werden. Werde ich ja gar nicht. Also gut, 15. Ja. 15. Alles jetzt mal 15. Und die nächste Aufgabe ist nicht ganz leicht. Wir haben eine Uhr. Die Uhr haben wir mal auf 9 Uhr abends, 21 Uhr, so eine Mittelzeit jetzt eingestellt.
Und unsere Kandidaten sollen versuchen, die Zeiten in anderen Städten dazu einzustellen. Von 6 Zeiten haben wir das ein bisschen vorgegeben, also bei Bangkok plus 5, 9 Uhr plus 6. Sie müssen wissen, Athen, Moskau. Und dann haben wir hier den kleinen Zeiger, den nehmen Sie. Ich mache das jetzt mal irgendwo hier an. So rauf, ganz zart raufdrücken und dann noch eine Umdrehung und dann ist das schon fest. Der kleine Zeiger zählt einen Punkt, wenn man ihn dran hat, und wenn die Zeit noch stimmt, gibt es jeweils einen Zusatzpunkt, sind also dann 2 Punkte. Sie schauen, auf der anderen Seite hier haben wir London, Mexico City, Rio de Janeiro, Washington, San Francisco und so weiter. Alles verstanden? Hoffen. Sie wissen also die Zeiten. Wenn es bei uns 21 Uhr ist oder für meine jüngeren Freunde, die vielleicht noch nicht so rechnen, 9 Uhr abends. Dalli, dalli! Also, es ist auch keine leichte Aufgabe. Wir sehen uns das mal an. Also London ist minus 1. Wenn es 9 Uhr ist, ist also 21 Uhr, 20 Uhr, 8 Uhr, sind 2 Punkte, ist richtig. Mexiko minus 8, 3, 5, ebenfalls richtig. Da ist es jetzt also 5 Uhr, dann haben wir hier keinen Zeiger dran. Washington ist also 6 Stunden von uns entfernt. Das wäre also 3 Uhr nachmittags, aber der Zeiger ist dran, ist ein Punkt. San Francisco ist 9 Stunden von uns entfernt, da wäre es jetzt also 9 Stunden zurück, 12 Uhr mittags. Aber der Zeiger ist dran und Hawaii, da haben Sie 9, weniger 11, wären 10, zählt also auch der Zeiger. Das ist einmal. Und nun kommen wir zum Fritz hier, was hat er gemacht? Athen ist eine Stunde später, 22 Uhr ist richtig. Moskau ist 2 Stunden später, 11 Uhr ist richtig. Bangkok plus 5 ist richtig. Peking plus 6 ist richtig. Tokio plus 7, da ist jetzt früh um 4 Uhr, ist richtig. Und in Sydney, da stehen Sie jetzt bald auf, 5 Uhr morgens. Alles richtig, mal 2. Gut, von der Jury wollen wir nun hören. Es sind 19 Punkte. Wie viel wir jetzt geben können? 19 mal 15, 285. 285 Punkte haben Sie, das ist Ihr Multiplikator nachher für unser Dalli-Klickspiel. Und wir erwarten nur noch einmal Claudia Rieschel und Tommy Orner. Bitte schön. Sekunden Zeit. Was kann man alles in einem Auto transportieren? Dalli, Dalli. Koffer. Mutter. Taschen. Vater. Wasserbälle. Ein Kind. Luftmatratzen. Zwei Kind. Zelte. Drei Kind. Körbe. Skier. Tennisschläger. Skistöcke. Golfschläger. Skischuhe. Angel. Skikleidung. Zäune. Fußballschuh. Hüte. Das waren 17. Was macht man von 3 Kindern müssen wir mindestens 2 abziehen. Ja. Und Skibekleidung auch als Sammelbegriff. Er meint, man unterschätzt ihn, aber ja, trotzdem. Ja, trotzdem. Also bei einer Liebe. 20. 3 Punkte ziehen wir ab, bleiben 14. 14. 14. Also 14 haben Sie. Jetzt alles mal 14. Auch Sie sollen sich mit Uhrzeiten beschäftigen. Wir haben viele Uhren. Und zwar haben wir eine Mittelzeit eingestellt von 21 Uhr bzw. 9 Uhr München. Und das... Da haben wir einen kleinen Zeiger. Der große Zeiger ist schon da. Sie sollen nur ausrechnen, wie spät ist es in Athen, Moskau. Wir haben 6, keine Zeiten dazu geschrieben, hier aber zum Rechnen von 9 Uhr ab. Plus 5, plus 6. Und das ist der Stundenzeiger. Den nehmen Sie dazu. Schauen Sie bitte, einfach nur raufdrücken, so und randrücken. Und einmal so randrücken, dann ist das ganz fest. Achtung, Moment, nehme ich ab. Alles verstanden? Ja.
60 Sekunden Zeit. Wie spät ist es jetzt, wenn es bei uns 21 Uhr ist oder 9 Uhr ist? In Sydney, in Tokio, in London, in Rio de Janeiro. Dalli, Dalli! Also Sie sind früher fertig, wenn Sie es schaffen, gibt es noch einen Zusatzpunkt, wenn alles richtig ist. Wenn etwas falsch ist, gibt es natürlich diesen Zusatzpunkt nicht. So, wir schauen uns das Ganze an. Wo steht denn diese Zeit jetzt hier, Tommy? Bitte? Wo steht die? Auf der 8. Auf der 8, gut. London, 8 ist richtig, Doppelpunkt. Mexico City, minus 8, 9, da ist es jetzt 1 Uhr mittags, stimmt auch. Rio de Janeiro, 4 Uhr nachmittags, richtig. Dann haben wir Washington, und das ist nicht richtig. Das sind genau, da ist es 3 Uhr nachmittags. Also gibt es keinen Zusatzpunkt, aber ein Punkt für den Zeiger. Sind genau 6 Stunden. San Francisco stimmt ebenfalls. Da ist es jetzt 12 Uhr. Und dann haben wir hier Hawaii, 9, weniger 11, ist es 10 Uhr vormittags. Richtig, bis auf 1. Und nun kommen wir zur Claudia. Athen ist es jetzt schon eine Stunde später, 22 Uhr. Moskau ist es 23 Uhr. Bangkok hat 2 Uhr nachts, ist auch richtig. Peking ist 3 Uhr, Tokio ist 4 Uhr, Sydney ist 5 Uhr morgens. Alles richtig. Sehr gut. So. Und nun, liebe Freunde, wollen wir erst einmal im Ansagen den Multiplikator. Das ist 14 mal... 23 sind 322. Also das ist noch nichts entschieden. 322, 285. Und nun, liebe Freunde, möchte ich noch etwas ansagen. Mir hat eine Schulklasse, Schülerinnen und Schüler aus Erlangen geschrieben und sagte, warum nehmen Sie nicht für Dalli Klick mal Kinderzeichnungen? Und da haben wir uns überlegt, das könnten wir doch eigentlich mal machen zu Weihnachten. Also Kinder, wenn ihr jetzt ein bisschen Zeit habt, macht Zeichnungen, aber nicht zu klein die Männchen, denn wir müssen ja immer abdecken. Also große Dinge zeichnen. Wir werden dann in ein, zwei Monaten die schönsten Zeichnungen auswählen und dann werden wir das Kind und Elternteil einladen zur weihnachtlichen Dalli-Dalli-Sendung, wo diese Bilder dann von den Prominenten geraten werden müssen. Unsere Adresse sage ich dann nochmal am Schluss, genau wie die andere Postfach und so, das kommt dann. So, wir fangen jetzt an. Die ersten 100 Mark erhält Gottfried Lauströer, Birkenrieder Straße 2 in Dachau oder 700 Schilling, das ist ja bei uns immer parallel. Sie schauen, was könnte es sein? Dalli, Klick. Stopp. Ein das Löwe. Ist Dieter Bodensky. Ein Löwe. Sie glauben, ein Löwe. 7 Teile sind abgedeckt. Jawohl, ein Löwe. Es kommen ja noch 3 Bilder. Sie können ja ganz ruhig sein. Achtung. Der nächste Einsender ist Horst Kuch. Katharinenstraße 16 in Freudenstadt. Das ist im Schwarzwald. Achtung, Dalli, Klick. Dieter Bodensky. Das ist ein Surfbrett mit 100 Surfsegel. Surfsegel, Surfbrett. Schön, wenn es das wäre. Ein Punkt für die andere Mannschaft. Das stimmt nicht. Wir machen weiter. Dalli, Klick. Stopp, Claudia. Ein Regenschirm? Ein Regenschirm ist nicht richtig, obwohl die Richtung schon. Ein Punkt für die andere Mannschaft. Dalli, jetzt bitte. Sonnenschirm. Sie glauben, ein Sonnenschirm. Schirm. Wollen wir mal sehen, ob das ein großer... Jawohl. 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 6 Punkte. Fritz. Und bei uns geht es weiter mit dem dritten Einsender. Es ist Thomas Schneiders, Franz-Zawels-Straße 26 in Gangelt. Die Postleitzahl ist 5133. Konzentrieren. Dalli, Klick. Ja, Tommy? Fernglas.
Sie glauben, es wäre ein Fernglas. 7 Punkte für Sie. Jawohl! Liebe Freunde, zu Hause, wir kommen jetzt zum letzten Bild. Einmal haben wir 8x322 im Augenblick und einmal 14x285. Ich glaube, das letzte Bild entscheidet. Einsender Peter Wohlfahrreten, Alter Postweg 20 in Drakenburg. Dalli, klick. Stopp, Claudia. Eine Gitarre, also der, oben dieses Kopf der Gitarre. Sie glauben, Kopf der Gitarre. Jawohl, ein Gitarrenkopf. Das war spannend. Und damit ist es entschieden. 14x285 und Silbermedaille. 3.990. 3.990 für unsere Mannschaft Pokal. Und der Applaus gilt Ihnen. Spannender kann ein solches Unterhaltungsspiel nicht sein. 15x322. 4.830. Sieger, Goldmedaille. Claudia Riechel und Tommy Orner. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, liebe Freunde, es ist heute sehr, sehr viel Geld eingespielt worden. Wir werden es gleich hören. Falls Sie sich beteiligen wollen, Autosport oder falls unsere Jugendlichen Bilder malen wollen. Aber wie gesagt, ich will noch einmal darauf hinweisen, da wir ja immer abdecken, nicht zu klein wie Männchen oder wo man ist, sondern groß etwas, damit man nur so ein Teil immer sieht. Dann ganz einfach schreiben an das ZDF. Postfach 201010, vorher Kennwort Dalli Dalli, 8000 München 2. Oder an ORF, Kennwort Dalli Dalli, 1136 Wien. Einsendeschluss ist Montag, der 12. August. So, Brigitte, wie viel ist heute eingespielt worden? Heute Abend 30.508 mit dem einen Torschuss, also 30.509 Mark. 30.509 Mark sind eingespielt worden. Und Sie wissen ja, durch unsere Aktion Dalli Dalli hilft, haben wir ja diese Summe zweimal zur Verfügung und wir können also zwei Familien helfen. Möchte mich also bei allen Einsendern und Spendern bedanken. Und Medi sagt uns zunächst einmal erst die Schillingsumme. Eine ganze Menge ist das. 213.563 Schilling. 213.563 Schilling. Und von den Siegern wollen wir nun erfahren, wer bekommt das Geld dieser Sendung. Claudia Riechel liest es für alle hier vor. Also wir haben beschlossen, den Spielgewinn des heutigen Abends der Familie Haufe-Brandl in Zülpich zukommen zu lassen. Frau Haufe verstarb letztes Jahr. Herr Haufe und der Schwiegersohn Brandl sind vor einem Monat tödlich verunglückt. Und die älteste Tochter, Frau Brandl, die selber drei Kinder hat und sich nach dem Tod der Mutter um die Geschwister gekümmert hat, steht nun mit 9 kleinen Kindern da. Ja, also man muss sich das einmal vorstellen. Die Tochter sagt, nachdem die Mutter nicht da ist, ich übernehme die Kinder und die beiden, der Vater und auch der Mann, Autounfall. Und nun steht sie mit den 9 Kindern da, die einen und die anderen. Und wir haben gesagt, da muss man helfen. Zunächst möchte ich mich dafür bedanken. Und dann, Dalli Dalli, hilft auch der Familie Wagner. Die Mutter verstarb letztes Jahr, der Vater vor einem Monat. Zurück bleibt die älteste Tochter mit 3 minderjährigen Geschwistern und einem Sohn. Und viele Schreiben haben wir erhalten. Es haben sich sehr, sehr viel für die Familie eingesetzt. Ich freue mich darüber ganz besonders, da es sich hier um eine Sinti-Familie handelt. Ich glaube, es ist ein guter Zweck und danke auch unseren Kandidaten und den Spendern, dass sie so fleißig für diesen Zweck mitgespielt haben. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, ein Blick auf die Uhr sagt mir, es ist wieder einmal soweit. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und Freude mit unseren Kandidaten und an unseren Spielen. Wir werden uns das nächste Mal aus Berlin melden von der Internationalen Funkausstellung. Es ist nun schon über 10 Jahre her, dass ich diese Sendung aus meiner Heimatstadt präsentieren durfte. Ich bin darüber sehr glücklich. Der regierende Bürgermeister von Berlin wird Kandidat sein mit einem österreichischen Minister. Die Dalli-Tonleiter wird wieder aufgebaut und wir wollen dann auch ein besonderes Publikumsspiel starten. Heute in 5 Wochen, 5. September, wie immer Donnerstag, wie immer gleiche Anfangszeit. Aus dem besonderen Anlass haben wir 15 Minuten mehr zur Verfügung. Und dann, heute war der erste Ferientag in Bayern, liebe Freunde. Und wenn ich da noch etwas anfügen darf, nächste Woche beginnt es in Nordrhein-Westfalen, was den einen freut, ist der anderen leid. Ich höre schon unsere Schlussmusik. Aber allen Schulanfängern, die nächste Woche anfangen, die wünsche ich eine ganz große, riesige Schultüte. Also, bitte merken, 5. September, Dalli Dalli sei Ihre Wahl. Es danken die Kollegen und Hans Rosenthal. Tschüss!